Irgendwie weiß ich einfach noch nicht, wie ich dann die Resultate mit euch teilen kann der Umfragen, weil manchmal ist es echt spannend und ja, ich werde jetzt so ein Foto daraus machen und dies jetzt noch posten von gestern und vorgestern. Heute habe ich Frage zu Kreditkarten. Nutzt du deine Kreditkarte täglich oder ist es noch in weiter Ferne für dich? Und dann kommt Ende Monat die Rechnung und du denkst dir, habe ich so viel Geld ausgegeben? Geht es dir so oder weißt du ganz genau, welche Beträge du ausgegeben hast? Ach, diese offenen Beträge zurückzuzahlen, die stressen einen. Man springt dann dauernd dem Geld nach und dann macht das Geld eben keine Freude mehr. Und so sollte es nicht sein. Also, mach dir eine Liste, wie viel Geld schuldest du da dem Institut, damit du, wenn es ein zu großer Betrag ist und du zu viele Zinsen zahlst, dann schau nach Alternativen, damit du einen neuen Kredit aufnehmen kannst, um diese Schulden zu begleichen, damit du nicht 5 oder 8 oder 10% Zinsen zahlst. Wenn es ein überschaubarer Betrag ist, dann rechne aus, wie viel du jeden Monat abbezahlen kannst und schnalle dich ein bisschen. Ja, ein bisschen weniger Geld auszugeben, damit du das in Kürze abbezahlt hast. Investiere in einen guten Farbkasten. Schön. Und das kann man jederzeit immer wieder gebrauchen, egal wie alt das dein Kind ist. Oh, Friday Night, was habe ich diese Abende früher geliebt? So der erste Tag, wenn Samstag, Sonntag keine normale Arbeitszeit ist. Was machst du heute Abend? Gehst du auf die Pirsch oder arbeitest du an dir selbst? Bei Mediamarkt konnte man ja mit dem Schulzeugnis Geld abholen, wenn man gute Noten hatte. Ich bin nicht Fan von Noten, absolut nicht. Aber wenn man das neutral anschaut und die Kinder nicht auf die Noten aus. Ja, ich dachte mir einfach, wenn sie so gute Noten haben, dann lohnt sich das schon noch. Wir haben zusammen dann etwa 100 Franken haben die dann doch bekommen. Und was ich so beobachtet habe, eigentlich alle Kinder sind wieder reingegangen und haben sich irgendwas Kleines. Das haben wir natürlich auch gemacht. Wir sind da rumgelaufen, haben geschaut, gibt es da was? Ja klar, Bücher, CDs, Kopfhörer, irgend so. Und irgendwann sagte ich, nee, das ist schade, wenn wir das Geld jetzt einfach so ausgeben, ohne dass wir eigentlich etwas wirklich brauchen. Also haben wir nachgefragt und es hieß, ja, wir können das bis Ende August einlösen. Das war jetzt bis heute oder gestern oder so. Wir gingen nach Hause, dachten wir, okay, ich schaue dann mal im Online, vielleicht gibt es was, was wir wirklich benötigen. Und ja, und unser Junior, der will schon seit ein, zwei Jahren auch so einen Nintendo Switch. Ich kenne mich nicht aus, ich bin auch kein Computer. Gamer und ich mag das nicht, aber ich kann ja nicht zu allem Nein sagen. Und wenn er sich das selber verdient, dann darf er das. Das war dann so die. Ich würde nie so viel Geld für so etwas ausgeben, aber ja, dafür habe ich meine Gadgets. Eben jeder hat das, was ihm wichtig ist, und man lernt ja dann so, ob es danach auch wert war oder nicht. Was wichtig ist, dass das Kind das selber sparen muss. Nur mit Sparen kommt er natürlich nicht so hin, weil wir schenken ihm selten Geld. Er musste wirklich arbeiten und immer dranbleiben. Das ist jetzt über ein Jahr her. Und Ende September hat er Geburtstag. Langsam hat es beisammen. Tja, und so kam mir dann die Idee, hey cool, da können wir den Gutschein doch einlösen. Und online konnte ich alle drei Gutscheine mit eingeben, also abziehen. Und so kann er dann diesen. Es ist einfach so wichtig, wenn wir was haben möchten, dass wir das nicht gleich mit Knopfdruck bestellen und eben Kreditkarte nutzen, sondern dass wir diesen Prozess mitgestalten. Wir sparen, wir arbeiten, wir freuen uns richtig auf dieses Teil. Wenn man dies einfach kauft, es geht nicht darum, wir hätten das Geld, ich kann einfach Klick machen. Aber ich glaube nicht, dass er dann so Sorge tragen wird, wie wenn er das selber kaufen muss. Und das soll ja ein Weilchen halten. Und was spannend und witzig daran ist, viele Menschen, die kein Geld auf der Seite haben, die nicht 6 Monate ohne Arbeit sein können und von ihrem Ersparnissen leben können, die kaufen das sofort. Es ist dasselbe, wenn unsere Kinder Geld geschenkt bekommen, dann geht ja immer ein Teil, wird direkt angelegt, gespart, für Großes, für Kleines, da wird sofort aufgeteilt. Und ich bin froh, andere Mütter haben das jetzt bereits auch schon übernommen, damit nicht alles rauskommt.